Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge hier im Elden Ring Einsteiger Guide. Wir sind nach wie vor im zerfallenen Azula, haben in den letzten Episoden allerdings alles abgeklappert, was es hier abzuklappern gibt, und nun steht nur noch der große Story-Boss des Gebiets vor uns, um uns am Weiterspielen zu hindern. Der hört auf den klangvollen Namen Maliketh, die schwarze Klinge, und wartet, nachdem wir hier vom Ort der Gnade an der großen Brücke hier die Treppe hochlaufen und eben auf eben genannter Brücke landen, um da oben das orange leuchtende Nebeltor schon zu sehen. Ein bisschen Theorie im Vorfeld zu Maliketh. Maliketh hat typisch für einen From Software Endgame-Boss keinerlei Schwächen. Und er ist besonders stark und resistent gegenüber heiligen Schaden. Das solltet ihr also dringlichst vermeiden, wenn ihr gegen ihn kämpft. Außerdem ist der Kampf zweiphasig und in der zweiten Phase, da wird es dann richtig knifflig. Maliketh ist da wirklich knüppelhart, eine regelrechte Furie. Er ist zwar meiner Meinung nach nicht ganz so schwer wie Malenia, aber allerdings anders als Malenia ist Maliketh zwingend. Ihr müsst ihn bezwingen, um überhaupt weitermachen zu können hier im Spiel. Ja, that's being said, dann betreten wir das Nebeltor und starten die erste Phase dieses sehr eindrucksvollen, aber auch sehr schweren Kampfes. Und los geht's. Huch, das ist ja gar nicht Maliketh, sondern der Bestienkleriker Gurang aus Kaelit. Nun, in Wahrheit sind sie eine und dieselbe Figur und in Phase 1 müsst ihr erstmal gegen Malikeths alter Ego antreten. Der ist trotz seiner wuchtigen Gestalt äußerst flink unterwegs und weiß seinen Dolch maximal präzise einzusetzen. Außerdem beherrscht er eine ganze Palette an Erdzaubern. Regel Nummer 1, niemals zuerst angreifen, sondern immer erst abwarten, was er tut, bevor ihr darauf reagiert. Die diversen Dolch-Kombos, die er beherrscht, sind allesamt keine guten Zeitfenster. Stattdessen solltet ihr vor allem die Fernkampfangriffe abwarten und sie zur Distanzüberbrückung nutzen. Langsame Attacken wie diese sind ideal, um ein, zwei Treffer zu landen. Danach aber unbedingt wieder auf Distanz, denn Gurang lässt sich nicht durchbrechen. Zudem müsst ihr eure Ausdauer für den nächsten Angriff regenerieren. Alle seine Attacken lassen sich alternativ gut wegblocken. Ihr könnt eure defensive Taktik also sehr vielseitig gestalten. Behaltet nur immer im Kopf, dass ihr nicht ungeduldig und schon gar nicht gierig werdet, denn wie gesagt lässt sich der Bestienkleriker selbst durch eure härtesten Schläge nicht von seinem Vorhaben abbringen. Wie selten zuvor kommt es hier darauf an, schlichtweg Ruhe zu bewahren, Gurang machen zu lassen und auf die Momente zu warten, in denen ihr ein, zwei Nadelstichattacken landen könnt. Das Gute dabei, der Bestienkleriker lässt euch quasi alle Zeit der Welt. Das Tempo dieses Kampfes könnte langsamer kaum sein. Kein Vergleich zu dem, was euch in Kürze in Phase 2 blüht. Doch wo ihr wie am besten reagieren und oder zuschlagen könnt, zeige ich euch nun anhand aller Angriffe, die Gurang so beherrscht. Greift er funkenschlagend in den Boden, zieht er einen Felsbrocken hervor, den er nach euch wirft, rollt dem entgegen, so vermeidet er einen Treffer und überbrückt wertvolle Meter, um an Gurang ranzukommen. Dasselbe gilt für die Schrottsplitter. Auch hier geben die Funken im Boden das Zeichen zum nach vorne ausweichen, um dem Bestienkleriker ein, zwei schmerzhafte Hiebe zu verpassen. Nimmt er seine Klinge in den Mund und bäumt sich auf, erzeugt Gurang ein Erdbeben. Achtet auf den Boden. An den Stellen, wo er locker wird, schießen Felsen nach oben, die kurz danach wieder nach unten fallen. Beides solltet ihr tunlichst vermeiden. Bäumt er sich auf und haut mit einer Hand in den Boden, folgt kurz darauf ein in alle Richtungen schießender Erdzauber, den ihr wegrollen solltet, um anschließend zuschlagen zu können. Alternativ lässt sich der erste Schlag auch wegblocken. Das Rausziehen seiner Kralle müsst ihr aber unbedingt durch Roll-Iframes vermeiden. Dieser halbrunde Radierer bietet das beste Zeitfenster zur Attacke. Entweder ihr rollt entgegen seiner Drehrichtung durch den Boss hindurch, oder aber ihr dreht euch mit ihm mit und haut ihm auf den Rücken. Wie man das in der Praxis umsetzt, zeige ich euch jetzt nochmal anhand eines kompletten Kampfes der ersten Phase. Ich versuche natürlich immer sofort die Distanz zu überbrücken. Seine Erdzauber, ob er zum Beispiel diese Steine schmeißt oder diese Schrotsplitter, sind wie gesagt die beste Möglichkeit, um an ihn ranzukommen. Und dann beginnt er hier mit der besten Möglichkeit, dass ich ihm gleich drei, vier Hiebe reindrücken kann, sein halbkreisrunder Radierer. Wenn er dann natürlich wegspringt, sollte ich natürlich möglichst schnell wieder ran, weil er sonst einfach gar nicht mehr aufhört, mit irgendwelchen Sachen nach mir zu werfen. Ich wurde hier ein kleines bisschen, gierig, möchte ich fast schon sagen, dass ich trotz seiner Dolchattacken immer mal wieder versucht habe, ein paar Treffer zu landen. Das ist sehr riskant, sehr aggressiv, aber wurde dann auch hier gleich quittiert mit einem sehr unangenehmen Treffer. Da ist dann sowas schon deutlich besser wieder. Das habe ich erwartet und erhofft, dass er wieder seinen Radierer macht. Immer noch die beste Möglichkeit, ihn zu schaden. Und dann ein Geduldsspiel. Hier habe ich tatsächlich versucht, ein kleines bisschen sehr häufig viele kleine Treffer zu landen, um Blutungsschaden aufzubauen. Das ist natürlich, erfordert eine extrem aggressive Spielweise und da muss man auch gelegentlich mal hoffen, dass er über einen drüber schießt. Aber es hat funktioniert und ich konnte die erste Phase beenden und nun geht es in die Zwischensequenz und in die zweite.
my blade once more. Maliketh ist ein deutlich anderes Kaliber als Gurank. Die schwarze Klinge springt umher, als ob sie Flöhe im Hintern hat, und solltet ihr von dem Schwert getroffen werden, nehmt ihr nicht nur Damage over Time, sondern es verkürzt sich auch euer Lebensbalken. Beides enorm gemeine Debuffs, die in diesem Kampf schnell zum Tod führen können. Blitzschnell. Um das zu vermeiden, solltet ihr euch immer unter bzw. hinter Maliketh befinden. Dort ist es am sichersten. Genehmigt euch stets nur maximal 2 Schläge, denn ihr braucht eure Ausdauer, um zum einen Malikeths Angriffe wegzurollen und ihm zum anderen ständig hinterherrennen zu können. Blockt nur in Ausnahmefällen, seine schwarze Magie verbrennt euch nämlich trotzdem. Haltet Maliketh markiert und rollt im Zweifel lieber einmal zu viel als zu wenig zur Seite, bis ihr euch seine Bewegungsmuster einverleibt habt. Schauen wir uns nun mal Malikeths Angriffe an und wie ihr darauf reagieren solltet. Wenn Maliketh an einer der Säulen hochspringt, folgt unter Garantie ein solcher Aufprall mit anschließender Explosion. Beides richtet fatalen Schaden an, aber bei beidem seid ihr hinter Maliketh in Sicherheit. Maliketh kann aber auch ohne Säulenhüpfer gemeine Flächenzauber wirken. In jedem Fall gilt, ist er in der Luft, nehmt euch vor Detonationen wie dieser in Acht. Auch in diesem Fall ist es ratsam, unter Maliketh hindurchzurollen, die Explosion abzuwarten und ihn dann schön in die eigene Richtung hüpfen zu lassen, was euch ein gutes Zeitfenster für ein, zwei Hiebe bietet. Zu den gemeinsten Attacken gehören Malikeths Sichelschüsse, die er gern einzeln, aber auch mal doppelt abfeuert. Besonders heftig ist der seltene Triple-Schuss, gefolgt von einer 720-Grad-Wirbelattacke. Fies dabei, der dritte Schuss ist dezent verzögert, mich hat er hier böse erwischt. Der anschließende Anflug lässt sich durch Wegrollen entgegen Malikeths Richtung gut vermeiden. Danach schnell heilen und wieder auf Tuchfühlung gehen. Wie das Ganze im Flow aussieht, zeige ich euch nun nochmal anhand eines ungeschnittenen Kampfes. Wie gesagt, ist das Prekäre an Maliketh eben dieses sehr, sehr hohe Tempo, gepaart mit der Tatsache, dass selbst kleinste Fehler große Folgen haben und man wirklich jede Sekunde vollste Aufmerksamkeit haben muss. Behaltet Maliketh immer im Blick, reagiert sehr, sehr schnell auf seine Attacken und versucht noch viel schneller unter ihn, hinter ihn zu gelangen, da wo ihr sicher seid, um ein, zwei Nadelhiebe zu verpassen und dann möglichst immer einen Blick auf den Lebensbalken zu haben, wenn ihr irgendwie von seiner Schwarzmagie getroffen worden seid, denn der nimmt sehr schnell ab und das kann, wie gesagt, sehr schnell zum Tod führen. Und dann an sich einfach Ruhe bewahren, auch wenn er wie eine Furie durch die Gegend hüpft und faucht und macht und alles tut, um euch zu erledigen. Ruhe bewahren, schnell wieder an ihn ran, unter ihn drunter, nicht ungeduldig werden und das so nach und nach nach Hause bringen. Übrigens könnt ihr, wenn ihr wollt, auch eure Asche zu Hilfe rufen. Das empfehle ich euch allerdings nicht in Phase 2 zu tun, sondern am Ende der ersten Phase im Kampf gegen den Bestienkleriker. Denn diese 2-3 Sekunden, die ihr braucht, um eure Asche zu beschwören, reichen Maliketh vollkommen aus, um euch platt zu machen. In dem Kampf ist natürlich eine Asche wunderbar dazu da, die Aufmerksamkeit von Maliketh auf sich zu lenken, damit ihr ein kleines bisschen mehr Zeit habt, auf die Attacken zu reagieren und vielleicht auch mal zu heilen, wenn es nötig sein sollte. Allerdings solltet ihr dennoch nicht allzu viel Zeit verschwenden, denn Maliketh macht mit jeder Asche kurzen Prozess. Länger als eine Minute überlebt keine Asche diesen Kampf und dann steht ihr wieder ganz alleine da. Ich persönlich kämpfe nicht so gerne zusammen mit einer Asche gegen Maliketh, weil ich da irgendwie immer Gefahr laufe, ein bisschen unvorsichtiger zu werden und durch die geteilte Aufmerksamkeit manchmal seine Attacken falsch zu interpretieren und dann irgendwie reinzulaufen, obwohl ich es gar nicht sollte. Aber es hat hier gerade noch so geklappt, jetzt wo die Asche nicht mehr ist und ich mich wieder voll auf ihn konzentrieren kann und er sich auf mich, konnte ich dann doch noch, auch wenn es ein bisschen knapp geworden ist, gegen Ende hier und er nochmal alles aufgefahren hat, was er kann, habe ich den Kampf dann doch noch gut zu Ende bringen können.
you want. Malekith ist gefallen, wir bekommen das Echo der schwarzen Klinge und eine schöne Zwischensequenz, die das große Finale des Spiels einläutet. Of death is unbound. And the lands between are shrouded by death's dark fate. But the flames will also burn the impenetrable thorns. It is then. You'll be Elden Lord yet. Ja, das passiert, wenn man Dinge anfasst, die man nicht anfassen sollte. Alles liegt sprichwörtlich in Schutt und Asche, sogar die einst eindrucksvolle königliche Hauptstadt Laendell. Wir aktivieren mal ganz kurz hier diesen Ort der Gnade, lassen das Adrenalin wieder aus unseren Adern langsam abpumpen und freuen uns auf, wie gesagt, das große Finale des Spiels in den kommenden Episoden. Wir bekommen es hier regelrecht mit einem Boss-Rush zu tun. Das ist das letzte, wenn auch etwas kleinere Gebiet des Spiels, aber hier warten insgesamt inklusive des Finales 4 Bosse auf uns. Große Kämpfe, coole Kämpfe, auf die ich mich jetzt schon sehr freue. Ich hoffe, ihr auch und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Ich würde mich sehr über den Daumen von euch freuen, wenn es euch gefallen hat. Und nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Bis zum nächsten Mal hier im Elden Ring Einsteiger Guide. Bye bye und macht's gut.